Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly for Fun Video. Und warum ich das heute so komisch sage, ist, weil wir ein Bombenburner Big Boy Boy Event vor uns haben. Und zwar zwei Sachen: der neue beste Cloak im Spiel, sowohl für PvE als vermutlich auch für PvP, zumindest zum Teil. Außerdem ein neues Valentinstag-Event und ein... Ich meine, technisch gesehen ist es wohl auch das Valentinstag-Event, aber ich denke jetzt nicht, dass es wirklich was mit Valentinstag zu tun hat. Es wird aber damit verbunden, in dieser Form zumindest zum ersten Mal vorgestellt werden. Und zwar ein weiteres neues Event, was sogar etwas ist, was wir tatsächlich haargenau so schon oft, was schon oft Leute vorgeschlagen haben. Und all das gucken wir uns heute zusammen an. Wir beginnen mit der Wartung am 19.01., also heute, genau jetzt, wo ihr das Video seht, hat die Wartung quasi angefangen, vorausgesetzt, ihr seht das Video zum Upload-Datum bzw. Uhrzeit. Patch Notes: Valentins Event 2022 beginnt, Fleifige Weihnachten 2021 Event NPC entfernt. Gut, man hat jetzt auf jeden Fall zwei Wochen Zeit, also ist angemessen, sage ich mal. Und außerdem ein Tauschmenü für den Sammelmanager NPC für Low-Level-Kartenteile hinzugefügt. Was auch immer damit genau gemeint ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es collectet eh niemand, deswegen juckt das wahrscheinlich auch niemanden. Aber ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon mal zum ersten dicken Ding. Dieses erste dicke Ding ist die Verkaufsankündigung, ebenfalls vom 19. Januar. Also erstmal, ganz normal denkt man sich, ja, irgendwelche Bundles, passt schon. Dann scrollt man allerdings weiter und sieht hier erstens mal einen zweiten Datumsbereich, der auch wesentlich länger ist. Also hier sind es 7 Tage, was glaube ich auch schon relativ lange ist. Hier sind es aber einfach mal 2 Wochen, und zwar vom 19. Januar bis zum 2. Februar. Und hier gibt es neue fette Bundles. Ultra Coup Package, Change Awakening, S-Pro, A-Pro, G-Pro, Kansas, C-Pro, Blessing of Goddess und so weiter und so fort. Ja, und was dieses eckige Klammer auf Neuer auf sich hat, das ist folgendes. Und zwar gibt es zu jeder dieser genannten Bande, wo Neuer in eckigen Klammern davor steht, eine 2022 New Year Lucky Box. Ehrlich gesagt, im allerersten Moment dachte ich tatsächlich, dass sie wirklich die 2022 New Year Boxen meinen, also die, wo man in-game bei den Tigern droppen kann, oder sogar die Bags daraus, wo die Mistakes drin sein können. Da dachte ich mir schon, ist das jetzt ein schlechter Witz oder was? Aber man muss ja noch weiter scrollen, und zwar, was da drin sein kann. Und dann wird schnell klar, okay, es handelt sich offensichtlich um eine andere neue New Year Lucky Box und eine andere Form einer Lucky Box. Sonst wäre der Preis auch ein bisschen ungerechtfertigt, wenn man einfach zu einem Tiger hingehen könnte und eine Box droppen könnte. Und zwar gibt es neue schwarze Meteoniker-Flügel. Ich denke, sie heißen einfach nur schwarze Meteoniker-Flügel. Ich glaube, das mit dem Neue wurde hier versehentlich in die Tabelle mit übernommen. Aber könnte mich auch irren. Ist im Endeffekt egal. Ändert ja am Item nichts. Und das Ganze ist eine Lucky Box. Es wurde schon gezählt fleißig. Und zwar 21 Items sind hier drinnen. Zwei davon sind die Flügel. Also einmal die weißen und einmal die schwarzen Flügel. Das heißt 2 zu 21. Oder wenn man es aufteilen würde, im Endeffekt eine 1 zu 10 Chance. Beziehungsweise sogar ein bisschen besser. Ja, weil man ja 2 Items bekommt. 21 minus 2. Und dann hast du quasi 19 Items, die keine Flügel sind. Und 2 Items, die Flügel sind. Aber ich meine jetzt, wenn man es quasi runterbrechen würde, wenn es jetzt 2 Boxen zum Beispiel wären, mit jeweils einem Flügel, dann wäre es ungefähr gleich. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit tatsächlich sein wird, ob es wieder so sein wird wie beim BBC, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, da hieß es von den allermeisten Leuten, also ich selbst habe ja keine Boxen davon geöffnet, aber ich meine damals hieß es so, also das häufigste, was man gehört hat, war eigentlich so einer in 10 von diesen Lucky Boxen. Wenn es ungefähr die gleiche Wahrscheinlichkeit ist, dann müsste dieses Verhältnis eigentlich gleich geblieben sein. Also auch der Inhalt dieser Lucky Box ist eigentlich fast identisch. Ich meine, hier und da gibt es vielleicht minimale Abweichungen, aber jetzt rein vom Prinzip her halt. Es gibt einfach als Trostpreise irgendwelche Premium-Scrolls. Die einzige, die hier wirklich vielleicht noch ein kleines bisschen Verlust schmälert, ist die Change Awakening-Scroll. Alle anderen sind wahrscheinlich mehr oder weniger komplett. Na gut, QMP tatsächlich noch. Aber die meisten davon sind natürlich komplett Verlust. Also ein A-Product im Hirt und 200 Mio. Ja, ist ein bisschen weniger wert als jetzt zum Beispiel diese Flügel. Was die Flügel für Effekte haben, sagen wir gleich noch. Was ich noch sagen will, ist einfach nur, dadurch, dass es ja wie gesagt
höchstwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich die gleichen Wahrscheinlichkeiten sein werden, weil ich meine, sie können auf keinen Fall seltener sein, sonst wäre es einfach Schwachsinn. Also ich meine, dann würde es einfach zu teuer werden, muss man einmal ganz ehrlich sagen. Und das heißt, man hat eventuell sogar eine etwas bessere Chance, insgesamt einmal den Cloak zu bekommen oder einen Cloak zu bekommen. Nachteil ist halt, je nachdem welchen man bekommt, freut man sich oder hasst sein Leben. Das ist halt jetzt der Nachteil. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum sie es nicht einfach so gemacht haben, dass es zwei Boxen gibt. Einmal für die schwarzen und einmal für die weißen Flüge, weil die Effekte schon extrem unterschiedlich sind und eine komplett andere Zielgruppe haben. Aber es ist halt so. Kann man jetzt leider auch nicht mehr ändern. Kommen wir zu den Effekten, die die meisten Leute von euch wahrscheinlich eh schon gesehen haben. Die Black Meteonica Wings. By the way, ich sage immer Meteonica. Damals Webster-Mitarbeiter haben immer Meteonica gesagt. Aber ehrlich gesagt finde ich, dass es einfach komisch klingt. Deswegen, I don't care if it's wrong, man. I don't care, man. I'm saying Meteonica. Zusätzlich HP Rate plus 15%, Geschwindigkeit plus 20, ATK plus 20, Schaden wird erhöht, während dem PvP plus 10 und kritischer Schaden plus 15. Also inwieweit die relevant sein werden, kann ich als Non-PvP-Spieler nicht sagen. Aber rein auf dem Papier kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irrelevant sind. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt mit die beste, oder das ist eigentlich der beste Umhang für zumindest Crack-Shooter oder alle, die Crit-Schaden bzw. ATK brauchen. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es einen besseren Umhang gibt. Aber wie gesagt, korrigiert mich gerne. Ich spiele ja kein PvP. Was ich aber mit absoluter 100.000%iger Gewissheit sagen kann, ist, dass wir einen neuen besten PvE-Cloak haben und er ist geisteskrank gut. White Meteonica Wings. Zusätzliche HP-Rate ebenfalls plus 15, Geschwindigkeit plus 20. Viele Cloaks haben nur 15%, 20 ist tatsächlich gar nicht so gewöhnlich. ATK plus 20 und jetzt der absolute Oberburner. Schaden wird erhöht während dem Jagen plus 15%. Und zusätzlich noch 15% XP-Rate. Das heißt, das Ding gibt HP, Geschwindigkeit, Angriff, wesentlich mehr Angriff und XP. Und das ist geisteskrank. Um euch nur mal ein ungefähres Gefühl dafür zu geben, wie gut dieser Umhang ist. PvE-Schaden habe ich jetzt bei meinem Blade. Ich sage bewusst meinem Blade, weil PvE-Schaden, wie es der Name schon sagt, also Schaden wird erhöht während dem Jagen, ist ja der deutsche, die deutsche Übersetzung, im Englischen ist einfach PvE. Habe ich jetzt festgestellt, bei den Testungen, die ich in der Vergangenheit mit meinem Blade gemacht habe, ungefähr, wie gesagt, geht jetzt nur für meinen, das kann man jetzt nicht allgemeingültig sagen, 1% ATK, 1% PvE entspricht ungefähr 3% ATK. Und wenn man das jetzt zusammenrechnet, dann wären das 65% ATK und damit ist das Ding rein vom Schaden her doppelt so gut wie ein Cloak of Courage. Theoretisch zumindest, ja. Wie gesagt, kann man jetzt nicht einfach so pauschal hinblättern, yo. Aber 15% PvE ist schon extrem gut. Also das ist schon besser als Cloak. Also das ist safe besser als Cloak of Courage. Also das müsste man, da müsste man gerade mal einen Multiplikator von 2 nehmen. Cloak of Courage für die Leute, die es nicht wissen. Oder auch Skeleton Devil's Cloak, die geben 30% Schaden. Also Courage gibt 30% Angriff. Skeleton Devil's Cloak 15 Crit Damage, 15 ATK, was fast genau das gleiche ist eigentlich. Also minimale Abweichung eventuell. Aber das alleine hier ist schon besser. Und zusätzlich dazu kommen noch 20% ATK flat obendrauf. Also nicht flat, aber nochmal obendrauf einfach. Und das ist echt brutal. Also klar, es ist jetzt nicht extrem viel besser als der BBC. Also im Vergleich zum BBC ist es keine so krasse Veränderung. Das stimmt. Aber schon nochmal einen ganzen Ticken besser auf jeden Fall. Also vor allem die XP-Rate finde ich extrem geil. Ja, also das ist quasi der Traum-Cloak, den man einfach nur haben will. Aber entsprechend teuer wird das Ding wahrscheinlich auch werden, weil so ziemlich jeder so einen Cloak haben möchte. Und das gleiche gilt wahrscheinlich sogar auch für die Black Meteonica Wings. Wie gesagt, hier bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber naja, ich denke nicht, dass sie schlecht ankommen werden bei den Leuten. Außerdem gibt es noch eine Reorganisation im Cash-Shop und zwar die Kategorie Besondere Angebote wird überarbeitet und kriegt damit zwei Unterkategorien. Die Unterkategorie Nur für kurze Zeit und Empfohlen. In der Kategorie Nur für begrenzte Zeit gibt es besondere Bundles oder besondere Angebote wie immer. In der Empfohlen-Kategorie wird das folgende Sale-Item dauerhaft im Angebot sein, anstatt Teil der Special-Bundles-Kategorie zu sein. Also im Endeffekt ist es wie gesagt nur eine Umstrukturierung. Und welche Bundles damit gemeint sind, die lese ich euch jetzt nicht alle vor. Das sind einfach die ganzen Bundles, die immer im Cash-Shop sind.
bis auf ein paar Ausnahmen. Also hier unten bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil diese Power-Ups, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, ob die jetzt dauerhaft schon im Cache waren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ein paar neue Sachen sind anscheinend dabei. Aber im Endeffekt sind es einfach diese ganz normalen 65er Lucky Boxen, die es immer gab. Die haben jetzt halt quasi nur ein neues Zuhause bekommen. Aber was natürlich hier definitiv raussticht, sind diese beiden Wings. Der einzige Nachteil von den beiden Wings ist halt, dass sie sehengebunden sind beim Ausrüsten. Gut, aber 65% ATK, das ist jetzt wie gesagt unsere fiktive Umrechnung mal genommen. Ja, ich meine, da kann man schon mal ein sehengebundenes Item tragen. Ich meine, das hat man beim Skeleton Devil's Cloak auch im Kauf genommen und der ist gerade mal halb so gut. Von dem her würde ich sagen, ja, schmeckt auf jeden Fall. Schmeckt richtig gut. Ja, und dann kommen wir zum eigentlichen Thema des Videos. Unglaublich, ne? Das ist eigentlich der Thema. Das ist eigentlich der Thema. Das ist eigentlich der Punkt, um den sich dieses Video drehen sollte. Und zwar das Valentins-Event 2022. Kam ehrlich gesagt für mich zumindest unerwartet. Ich meine, 19. Januar ist jetzt nicht wirklich. Also, ich meine, es ist literally ein Monat bis zum Valentinstag. Also, ich glaube, das ist das früheste Valentinstag-Event, das jemals gestartet wurde. Aber okay, I mean, okay. Ja. Lieber Spieler, jagt während des Valentins-Events 2022 Monster und staubt Belohnungen ab. Es gibt verschiedene Unterevents für dieses Event, also passt gut auf, welches Event welche Belohnungen auf Lager hat und wo die Event-Items ausgegeben werden können. Es steht, by the way, kein Zeitraum dabei, ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen. Blah. Entschuldigt mich bitte, es ist sehr spät. Ich persönlich vermute, es geht 4 Wochen, einfach nur weil der Valentinstag halt erst in über 3 Wochen ist tatsächlich, also muss es zwangsläufig 4 Wochen gehen, weil sonst wäre der Valentinstag tatsächlich nicht mit drin und das würde wirklich keinen Sinn ergeben. Außerdem ist es auch ein relativ umfangreiches Event und von dem her denke ich mal, sind 3 Wochen Minimum, vermutlich 4 Wochen. Also ich denke schon, dass sie es berücksichtigt haben, dass der Valentinstag erst am 14. Februar ist, aber es wird bestimmt noch im Nachhinein eingefügt. Wahrscheinlich morgen während der Serverwartung oder so, aber das ist immer der Nachteil, wenn man ein Early Bird Video macht. Auf jeden Fall, Event 1, Valentins Event für Jessica und Nana. Wenn ihr während der Dauer des Events Level 15 oder höher seid, euer Level spielt by the way keine Rolle, werdet ihr durch das Besiegen von Monstern Level 15 oder höher zufällig entweder mit White Chocolate Base 2022, Dark Chocolate Base 2022 oder Cocoa Pot 2022 belohnt. Diese Items muss man zu Jessica und Nana bringen. Jessica verlangt von euch. Ach, die Fresh Whipped Cream haben sie vergessen dazu zu schreiben, ne? Aber ist egal. Wir kennen alle das Event, würde ich jetzt mal behaupten. Jessica verlangt White Chocolate und Fresh Whipped Cream. Also kann man sich merken, die beiden weißen Items sozusagen. Und Nana verlangt eher die dunkleren Items. Wobei Cocoa Pot ist gelb, aber ist egal. Auf jeden Fall nicht die weißen Items. Dark Chocolate Base und Cocoa Pot. Außerdem Milk und Chocolate Recipe Kit. Das wird jetzt hier, glaube ich, sogar erklärt. Genau. Das ist einmal, ich glaube, das ist das allererste Mal, dass es das so hier drin steht. Das Item Chocolate Recipe Kit 2022 könnt ihr beim NPC Armor in Nordflaris für 250.000 Penya kaufen. Und das Item Milch gibt es von NPCs, die Nahrungsmittel verkaufen, wie beispielsweise Loscha in Flaris. Also, hier haben sie das, also ich bin mir sehr sicher, dass das das allererste Mal in der Geschichte von Flife ist und in der Geschichte vom Valentinstag-Event, das schon sehr oft stattgefunden hat. Dass sie hier tatsächlich einen Scam-Spoiler reingemacht haben, dass Leute nicht wieder von Milchverkäufern gescammt werden. Weil was in der Vergangenheit passiert ist, und das muss ich kurz ausführen, sorry, könnt ihr gerne skippen, wenn es euch bewusst ist. Es gibt Leute, also Milk ist ein Item, das hält 260 AP und kostet 50 Penya oder 150 Penya oder so beim NPC, wie es hier steht, zum Beispiel bei Loscha in Flaris oder Karin in St. Morning, also einfach bei jedem NPC, der Nahrung verkauft, auch beim Gildenhausverkäufer und so. Und es gibt aber jedes Jahr Leute, die sich dann Spaß draus machen, halt andere Leute einfach zu scammen. Da kann man auch wirklich nichts anderes dazu sagen, einfach Unwissenheit auszunutzen. Und das ist ja mehr oder weniger eigentlich nichts anderes als ein Scam. Die machen dann Shops auf und verkaufen Milk pro Stück für 5 Mio each, weil halt Leute denken, dass das Event-Items sind. Aber das ist einfach nur, warum sie es nicht einfach entfernen, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Oder warum sie nicht einfach ein Event-Item erfinden, das auch Milk heißt. Ich kann es euch nicht sagen. Aber jedenfalls, passt da auf jeden Fall auf. Also lasst euch nicht verarschen. Ihr könnt einfach die Milk vom NPC holen. Da kostet quasi ein Stack, keine Ahnung, 25.000 oder so. 1.000 Stück. Und das ist mehr als genug, mehr als ihr wahrscheinlich jemals bei dem Event brauchen werdet, weil ihr seht ja, pro Abgabe braucht man gerade mal 5 Milk. Also, das ist echt
wenig. Genau, und das Chocolate Recipe Kit, wie es hier schon steht, kann man bei Armor kaufen. Und Armor steht am Glockenturm in Nordflaris auf der Seite von Jessica und Nana, quasi direkt zwischen den beiden. Ist unübersehbar und jo. Dann, wenn man jetzt diese Items eintauscht, die hier stehen, also 50, 50, 5, 1, quasi 50, 100 Items muss man droppen, 5 kauft man beim NPC, der Nahrung verkauft, und 1 kauft man bei Armor. Wenn man das macht, dann gibt es bei Jessica eine Giftbox für White Chocolate und bei Nana eine Giftbox für Dark Chocolate. Mit dieser Giftbox muss man jetzt nach St. Morning zum NPC Rain oder auch Ryan. Ich weiß immer noch nicht, wie er heißt, nach 20 Jahren. Der steht rechts vom Allgemeinhändler in St. Morning nach dem Tantalus Theater. Kann man eigentlich auch nicht übersehen, quasi wenn man zum Gildenhausverwalter bzw. zum Bürgermeister von St. Morning läuft. Da kann man ihm quasi begegnen. Ich dachte mir, wenn ich schon in St. Morning stehe, dann kann ich es auch gleich zeigen. Also das hier ist das Tantalus Theater und hier steht Rain. Genau. Und ja, da muss man hingehen. Und wenn man das macht, dann gibt man ihm diese Giftbox. Entweder von Jessica oder von Nana oder beide zeitgleich, ist vollkommen egal. Das sind zwei unterschiedliche, voneinander unabhängige Quests sozusagen. Ihr könnt die Items Present for Jessica 2022 und Present for Nana 2022 von Ryan erhalten. Beim Öffnen erhaltet ihr entweder die Letter-Items, Letter to Jessica oder Letter to Nana, oder die Present-Items, Love Present for Jessica oder Love Present for Nana. Wenn ihr die Refusal-Letter erhaltet, also die einfach nur die Letter, könnt ihr sie zu dem entsprechenden NPC bringen, Jessica oder Nana, welche dann von euch die folgenden Zutaten erwarten. Da machen wir jetzt kurz einen Cut. Also, ihr gebt die beiden Boxen, die ihr für die 50 5 1 Items erhalten habt, also ganz oben nochmal. Also hierfür kriegt ihr diese Boxen. Diese Boxen bringt ihr nach St. Morning und Ryan oder Rain oder wie auch immer der Typ heißt, regt mich jedes Jahr auf, der gibt euch dann eben entweder einen Brief oder eine Present-Box. Wenn ihr den Brief erhaltet, also ihr kriegt... Entschuldigung, das habe ich selber falsch gesagt. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Present Box und in der Present Box ist dann entweder ein Brief oder eine weitere Present Box drinnen. Wenn ihr den Brief bekommt, heißt es, ihr habt die Quest vergeigt bzw. müsst sie neu starten. Das kommt jetzt gleich mit dem Neustart, das kostet nämlich was. Wenn ihr das Present bekommt, dann ist die Quest vorbei und ihr habt es quasi abgeschlossen. Das geht mit jedem Charakter nur einmal. Das heißt, wenn ihr die Present Box bekommt, Love Present for Jessica 2022 oder Love Present for Nana 2022, dann ist die Quest endgültig vorbei mit dem Charakter und ihr müsst einen neuen Charakter nehmen. Allerdings nur für die Quest, wo ihr das Love Present erhalten habt. Also wenn ihr das Love Present für Jessica erhalten habt, dann könnt ihr das für Nana natürlich schon noch kriegen auf dem Charakter. Und andersrum natürlich auch. Aber wenn ihr beide abgeschlossen habt, dann müsst ihr einen neuen Charakter nehmen, weil der kann das dann nicht mehr machen. Und genau, wenn ihr den Brief eben bekommt, könntet ihr rein theoretisch die Quest auf dem gleichen Charakter nochmal neu starten. Davon würde ich aber stark abraten. Das kostet nämlich einfach nur unnötige extra Event-Items. Das würde ich nur dann machen, wenn euch die Charakter ausgehen. Das heißt, wenn ihr keine Charakter auf Level 15 mehr habt, die die Quests abschließen können, dann würde ich sagen, yo, okay, dann zahle den Reset und starte die Quest auf demselben Charakter nochmal. Aber wenn ihr mehr als, keine Ahnung, 5, 6, 7 Charakter auf Level 15 habt, dann macht erstmal die alle durch, weil dann zahlt ihr nämlich keine Extrakosten. Die Extrakosten sind bei Jessica 20 Dark Chocolate Base und 20 Cocoa Pot und bei Nana 20 White Chocolate Base und 20 Fresh Whipped Cream, also das Gegenteil von oben. Warum? Keine Ahnung, ist einfach so. Ja, und wenn ihr das hier gezahlt habt, dann kriegt ihr so eine Scorched Chocolate. Und wenn ihr das gemacht habt, also wenn ihr die erhalten habt, dann könnt ihr die wiederum zu den beiden bringen. Und dann könnt ihr die Quest neu starten. Und dann beginnt alles wieder von vorne. Das heißt, ihr braucht wieder die 50 White Chocolate, 50 Dark Chocolate und so weiter und so fort. Und könnt das Ganze nochmal probieren, so lange, bis ihr eben das Love Present erhaltet. Also es geht auch unendlich oft, bis ihr es wirklich fertig habt sozusagen, eine von den beiden Quests. Also die jeweils andere wird dadurch nicht beeinflusst. Und jo, das kann man eben so lange machen, bis man die Belohnungen bekommt. Und was sind die Belohnungen? Tja, haha. Das ist eine gute Frage. Die Belohnungen sind Love Present for Jessica. Im Love Present for Jessica, besser gesagt. Ist ein Jessicas Black Jewel Earring 2022. Leider seelengebunden.
Und im Nanas Red, im Nanas Present ist Red Jewel Earring 2022 drin. Melon Pastry gibt, glaube ich, 2000 HP-Rate, ist irrelevant. Und ein Heartcracker ist auch, oder drei Heartcracker ist genauso irrelevant. Was bringen jetzt diese Ohrringe? Das ist eine gute Frage. Also der Set-Effekt, 5 Schadensreflexion und 5% Ausweichrate. Zwei der nutzlosesten Effekte im ganzen Spiel. Und die Ringe an sich geben plus 1, ein STR oder ein IT. Je nachdem, Jessica oder Nana. Links ist Jessica, rechts ist Nana. Und auf Höchststufe, also plus 20, Int plus 20 und 10 Crit-Schaden und STR plus 20 und 12 Crit-Rate. Wenn ihr auf das No Cap wartet, No Cap. Das, ja, das, fertig, nicht? Das war's. Ja, I don't know. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Nachdem du Belohnungen von jedem NPC erhalten hast, kannst du die zusätzliche Materie... Es ist wirklich geisteskrank. Also ich weiß nicht, wer hierfür verantwortlich ist. Also entweder fehlt hier eine 0, also hier sollte Crit Chance plus 100% stehen oder in plus 200 oder so, dann könnte man es vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen. What? Das sind Ringe auf einem schlechteren Niveau als ein Soul Ruby Set. Ein Soul Ruby Set. Ein Soul Ruby Set ist besser als das hier. Soul Ruby Set ist 12 Jahre alt, 12,5 Jahre alt. What? Are you kidding me? Also, ja, da fehlen wirklich die Worte. Also, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ganz ehrlich. I don't know what happened here. Aber gut, irrelevantes Event Nummer 35 leider. Nachdem du die Belohnungen von jedem NPC erhalten hast, kannst du die zusätzlichen Material-Items gegen die 2022 Valentine's-Box Jessica oder die 2022 Valentine's-Box Nana mit den folgenden Materialien eintauschen. Ich hoffe, ich habe es nicht übersehen, aber die Kosten für so eine Box stehen hier, soweit ich weiß, nicht. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier vermisse ein bisschen. Vielleicht habe ich es oben irgendwo übersehen, weil es ja doch recht viel ist, aber ich denke nicht, weil wenn, dann müsste ja schon hier stehen. Ja, ich schätze mal 10 bis 20 Items pro Box oder so. Schwer zu sagen, das sieht man dann schon. Aber keine Sorge, ihr verpasst nicht viel, wenn ihr euch die Box nicht holt. Denn es ist erstens mal extrem viel, was in der Box drin ist. Und zweitens ist mal wieder leider fast alles seengebunden. Valentine's Butler Costume Box ist nicht seengebunden. Valentine's Day Set ist nicht seengebunden. Und die Hardglass Sunglasses sind nicht seengebunden. Ansonsten ist ausnahmslos alles bis auf Valentine's Day Chocolate und 3 Trostpreise seengebunden. Es gibt 3 neue Power-Ups, zu dem kommen wir auch noch gleich, die sind seengebunden. Dann aus irgendeinem Grund seengebundene Emma als Sapphire Ruby Diamond. Also da weiß ich auch nicht so ganz, was das soll. Gut, Scroll of Holy oder so, gut, okay, das ist hier vielleicht mal was seengebundenes, ja, aber alles, also wirklich literally fast alles, ja, das ist halt schon wieder irgendwie eine Wiederholung des Neujahrs-Event im Endeffekt. Einfach alles seengebunden machen, sodass einfach niemand Lust auf das Event hat. Versteht man nicht so wirklich. Und bei Valentine's Box Nana ist es im Endeffekt 1:1 die gleichen Belohnungen. Nur, dass die Sets F sind. Also das neue CS-Set ist F hier. Dann das Valentine's Day Set in F. Und ansonsten müsste es eigentlich eine Spiegelung der gleichen Items sein. Also hier keine Änderung. Ja, was das CS-Set bringt. Wie könnte es anders sein? Alles Sets plus 10. Clean. So sieht das Ganze aus. Das ist das Maid-Kostüm. Und das ist das Butler-Kostüm. Das Butler-Kostüm erinnert mich so ein bisschen an Ciel Phantom Hive von dem Anime, falls ihr den kennt. Black Butler. Aber ja, ein bisschen. Hier sind einige Infos zu den Items, die ihr durch den Tausch erhalten könnt. Also man kann das Ganze natürlich noch upgraden und dann wird es ja umso viel besser oder irgendwie auch nicht. Dann kriegt man nochmal alle Stats plus 10, 5% Magiebeschleunigung auf dem Head, auf der Suit kriegt man 5% Angriffstempo, auf den Gloves kriegt man 3% Angriffskraft und auf den Shoes kriegt man 3% Ausweichen. Dann die neuen Buff-Items, das sind die 3 neuen Power-Ups, die ich vorher angesprochen habe. Die halten alle 10 Minuten, sind alle seengebunden, geben alle Stats plus 10, Angriffstempo plus 5, Critrate plus 3.
Und Magiebeschleunigung plus 5, Ausweichen plus 3. So, und dann beginnt hier ein Valentine's Event 2, beziehungsweise ein Event 2. Da machen wir mal einen kurzen Cut. Ja, im Endeffekt habe ich jetzt 20 Minuten lang über etwas geredet, was eigentlich für so ziemlich jeden ziemlich irrelevant sein dürfte. Also ich finde es persönlich sehr schade, dass man, also ich meine, das Valentine's Event galt mal als eines der ganz großen Events, als eines der besten Events des ganzen Jahres, aufgrund der eine Ringe, wenn ihr euch sicherlich daran erinnern könnt, oder auch der CS-Sets, der Haarbänder oder was auch immer. Also es ist einfach ein Event, das immer wieder geil war. Sicherlich, es gab Ausnahmen, es gab mal Events, da war es nicht so gut, aber ich würde sagen, im Schnitt hat es doch eine ganz gute Quote, ein erfolgreiches, vielversprechendes Event zu sein. Und diese Quote wurde leider dieses Jahr nicht erfüllt, sondern wieder komplett in Grund und Boden gestampft. Also, dass bei einem Event nicht alles krass sein soll und so, ja, sagt ja auch keiner. Aber es gibt halt einfach Sachen, die sind sinnlos. Und ein Ring, der erstens mal Int und Crit-Schaden gibt, ist sinnlos. Sicherlich, es gibt Crit-Psys, ich weiß das. Es gab mal ein Vant-Blade. Ja, aber nicht mal, also 20 Int und 10 Crit-Damage auf plus 20. Plus 20 kostet bis zu 1500 A-Pros, wenn man Pech hat, auch 5000. 5000 A-Products. Bis zu 5000 A-Products hierfür. Das ergibt doch keinen Sinn. Da fehlt hier eine 0 und da fehlt hier eine 0, bevor sich das irgendein Mensch auf dieser Erde antun würde. Und bei dem anderen Ring, genau, O-Ring, das ist ein O-Ring, aber ist vollkommen egal, genau das gleiche, 20 STR auf plus 20, das ist ein Vigor-Ring. Ein Vigor-Ring gibt auf STR, Entschuldigung, jetzt habe ich mich sogar noch vertan, es ist schlechter als ein Vigor-Ring. Ein Vigor-Ring auf plus 20 gibt 40 STR. Klar, 12 Crit-Rate gibt er nicht, aber what the hell? Was ist das? Was ist das? Warum existiert das überhaupt? Also, und der Set-Effekt, wenn es wenigstens Set-Effekt Zusatzschaden plus 1000 hätte, Zusatzschaden plus 1500 oder so, dann könnte man noch damit reden lassen, okay, da macht mal beide Ringe plus 13 oder so, hat ein bisschen Crit-Rate, ein bisschen, ja, aber, what? 5% Schadensreflexion und 5% Ausweichen? Das sind literally die schlechtesten Werte im Spiel miteinander kombiniert. Also das ist geisteskrank. Also da bleibt dann wirklich die Spucke weg. Da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Das ist utopisch schlecht. Ja? Also niemand verlangt, dass jedes Event alles besser ist, dass jedes Event was Besseres kommt. Ja? Das verlangt gar keiner. Aber ist es wirklich zu viel zu verlangt, einfach mal andere Items zu bringen, die nicht gleich wieder komplett alles entwerten, was vorher jemals existiert hat und zeitgleich aber nicht der größte Müll aller Zeiten sind? Also ist es wirklich zu viel verlangt, ein Mittelmaß zu finden, wo man einfach mehr Varianten ins Spiel bringt, wo einfach Leute ihre Charakter noch krasser individualisieren können, weil es einfach so viel guten Schmuck gibt, der ungefähr auf dem gleichen Niveau ist, dass man halt einfach sagen kann, yo, ich nehme den Ring, oh, okay, dann nehme ich mal den hier, ich kann das ausprobieren, du probierst das aus. Es gibt so viel Auswahl, aber mit sowas wird es halt nicht besser. Ja, also die Dinger werden einfach, die werden von Tag 1 an niemanden haben, der sie haben will. Und das ist schon wirklich eine Meisterleistung für ein neues Item durch ein neues Event. Und beim CS-Set, also ich glaube, über den Punkt sind wir eh hinaus, das ist wieder eins der schlechtesten CS-Sets im ganzen Spiel. Ja, quasi kein Set-Effekt, wird nur durch Upgraden besser. Und das Einzige, was man hier tatsächlich sagen kann, ist, es sieht ganz cool aus. Wobei ich mich beim weiblichen CS-Set tatsächlich frage, was zum Teufel stimmt mit den Ohren nicht? Also ich meine, es soll ja oft, also ich meine, wenn es jetzt ein Little Elf Maid oder sowas wäre, okay. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das einfach ein Maid-Kostüm. Was zum Teufel ist mit den Ohren passiert? Wieso hat sie riesige rote Ohren, wenn es einfach nur ein Maid-Kostüm ist? Sollte sie dann nicht eigentlich einfach ihre normalen Ohren haben? Und beim männlichen, da muss ich ehrlich gesagt zugeben, also ich meine, ja, es gibt sicherlich Butler, die mit solchen Hemden rumgelaufen sind. Keine Ahnung, ich meine, ich bin kein Butler-Experte, aber es sieht einfach so blank aus. Es sieht halt legit aus, als hätte er seine Jacke ausgezogen und ja, keine Ahnung. Dieser Wow-Effekt, den man dachte, er käme, wenn er seine Jacke auszieht, kam nicht und jetzt wünscht man sich, dass er bitte seine Jacke wieder anziehen soll. Aber leider hat er keine Jacke, also jo.
Ja, und Event Nummer 2 ist das Valentine Dungeon Event 2022. Das frühstücken wir jetzt deutlich schneller ab, weil es einfach, weil es erstens mal vom Umfang her nicht so krass ist und zweitens, weil es, ja, schauen wir es uns einfach an. Während des Events droppen alle Dungeon-Bosse das Event einem Dungeon-Waffen-Händler. Ihr habt richtig gelesen. Das Event-Item Dungeon-Waffen-Händler. Das heißt so. Gut, kann man drüber streiten, aber ist ja egal, wie es heißt im Endeffekt. Ihr könnt dieses Event-Item beim NPC-Dungeon-Ticket-Händler in Nordflaris gegen Belohnungen eintauschen. Also es gibt quasi ein extra NPC, auch für dieses Event. Hier sind die Details über die Bosse. Bitte beachtet, dass ihr den Eventgegenstand Dungeon-Waffen-Händler nicht erhalten könnt, wenn ihr einen zu großen Stufenunterschied zum Bossmonster habt. Hier klinke ich mich kurz ein. Also zumindest nach oben hin sollte der maximale Stufenunterschied 9 betragen. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt Dramnok machen wollt, der Boss ist Level 80, dann dürft euer Char maximal Level 89 sein, um dieses Event dann zu droppen. So zumindest die grundsätzliche Event-Item-Drop-Range. Wenn ihr unterhalb des Monsters seid, dann spielt euer Level keine Rolle. Also wenn ihr Level 60 seid, dann könnt ihr grundsätzlich trotzdem Event-Items droppen bei höher leveligen Mobs, Zungenbrecher. Aber kann natürlich sein, dass das hier in dem Fall nicht zählt, sondern dass auch 9 nach unten zählt. Also dass ihr quasi maximal Level 71 sein dürft. Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, wer farmt Dungeons 9 Level unterm Boss? Also wenn dann gleiches Level oder deutlich höher. Ja, aber nur fürs Protokoll, also dass ihr das auf jeden Fall im Auge behaltet und euch nicht wundert, wenn ihr mit eurem 150er Slayer durch Dramnok lauft und kein Item droppt, dann liegt es daran, dass er nicht im Drop-Bereich ist. Genau, und welche Dungeons sind hier mit dabei? Das sind Aminos, Dramnok, Sancherko, Queen's Dungeon, also Euphrasia, Herneos, die ganzen Dungeons nochmal in der Master-Variante. Also die sind nicht doppelt gelistet, sondern das ist die Master-Variante. Die Dungeons gibt es alle zweimal. Und Hydros und Murano und Devos natürlich. Aber der wurde in der Liste leider vergessen. Also das ist eine Frechheit. Der VIP-Boss, der Devos, wurde vergessen. Absoluter Skandal. Ich gehe an die Presse. Yeah, Boulevardpresse wird sich zerreißen über diesen Artikel. Ja. Spaß beiseite, erhältliches Item ist bei jedem das gleiche Dungeon-Waffen-Händler. Die Menge unterscheidet sich anhand der Schwierigkeit des Dungeons offensichtlich. Also man hat anscheinend gesagt, die Low-Dungeons, Non-Master-Variante sozusagen, die geben alle 1 und alle ab Master-Variante, das heißt auch Master Dramnok tatsächlich, ja, geben 2. Das heißt Dramnok-Abbild, Euphrasia, Insel der Fantasie, Herneos, Sancherko und Aminos Krypta geben alle 1 und die jeweils Master-Variante, also Dramnok, Euphrasia, Insel der Träume müsste das dann, glaube ich, sein, dann Herneos Abgrund, bei Sancherko weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das Gegenstück heißt, da war ich schon eben nicht mehr drin, Sanchako sagen wir jetzt einfach mal, weiß gerade auch so nicht, echt nicht. Fat Brain. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Also einfach die Master-Variante gibt doppelt so viele und das Hydros, Murano und Devos, also Crystal Labyrinth, Tempel des Behemoth und Kaigas Dungeon, dass die alle natürlich auch 2 geben, ist klar. Ehrlich gesagt finde ich es da schon fast eine Freche, dass die nicht 3 geben, weil die Bosse sind vielleicht nicht unbedingt sehr viel stärker, als jetzt zum Beispiel Master Aminos oder Master Carpie, aber einfach der Zeitaufwand ist gigantisch viel höher, weil die Dungeons einfach riesig sind im Vergleich zu Dramnok oder so. Deswegen ist es fast ein bisschen lächerlich, dass Wald Olozip hier genauso viel gibt wie ein Hydros. Weil für ein Hydros braucht man ungefähr 5-mal bis 50-mal so lang wie für einen Master Dramnok Run, also ein bisschen frech. Und die Besonderheit bei dem Event ist zusätzlich noch, dass die Wiederbetretungszeit für jeden Dungeon für dieses Event um etwa 25% verringert ist. Ob das einwandfrei funktioniert, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln, aber wir werden sehen. Bitte schaut euch die Tabelle unten für Details an. Hier steht jetzt auch das Crystal Labyrinth drinnen. Das bestätigt auf jeden Fall, dass auch ein Devos am Start ist. Nur, wie gesagt, ist er eben oben nicht aufgelistet. Ja, und warum sollte man sich das Ganze jetzt auch antun? Also, einerseits hat es natürlich den Vorteil für alle Leute, die sowieso Dungeons farmen, die Cooldowns sind einfach 25% geringer, das heißt, man kann einfach schneller wieder rein.
Das ist mal Punkt 1. Also das ist auch unabhängig von dem Event, unabhängig ob man im Drop-Bereich ist, der Cooldown ist für jeden verringert. Ja? Das ist schon mal eine wichtige Information. Das heißt, man kann einfach 25% mehr farmen während dem Event. Hört sich im ersten Moment sehr positiv an. Allerdings wirkt sich das natürlich auch sehr negativ, oder was heißt negativ, aber sehr positiv auf die Drops aus, weil mehr wird gefarmt. Es wird sowieso mehr gefarmt, weil mehr Leute jetzt Interesse an den Dungeons wahrscheinlich haben werden. Und zusätzlich wird mehr gefarmt, weil die Cooldowns geringer sind. Das heißt, der Markt wird wahrscheinlich geflutet mit einer, naja, Flut, wer hätte es erwartet, von Dungeon Drops, die der Markt vermutlich auf keinem Server aufnehmen kann, weil die Nachfrage mit so einem massiven Überschuss an Angebot vermutlich nicht hinterherkommt. Und dieser Überschuss an Angebot, der wird extrem, und damit meine ich wirklich extrem, verschlimmert durch diese Tickets. Und zwar, wenn man diese Dungeon-Händler-Ticket oder wie heißt es nochmal, das hat so einen komischen Namen, Dungeon-Waffen-Händler, so heißt das Event-Item. Wenn man das Event-Item Dungeon-Waffen-Händler bekommt, dann kann man das eintauschen einmal gegen eine Red Pill, dreimal gegen 10 Red Pill, 10 gegen eine Valentine's Box Jessica, also es ist nicht die, wo der Schmuck drin ist, sondern es ist die, wo das CS-Set drin sein kann. Das ist, sag ich mal, streicht man einfach weg, das existiert quasi gar nicht. Dann kann man für 20 Coupons, das sind 10 Tramlok Runs, 10 Master Tramlok, ergeben automatisch eine X, wenn man das möchte. Und so weiter und so fort. Es steigt dann der Preis. Queen Waffen sind 25, Hernes sind 30, Royal sind 35, Vampire sind 40, Luzagas Crystal 45. Dann die Master Waffen sind aus irgendeinem Grund extrem viel teurer. Also nur Luzagas Crystal aus irgendeinem Grund nicht. Genau das würde ich sagen, ist dann eher nicht so geil. Ancient Axe für 200, Behemoth für 250. Soul Waffen stehen tatsächlich gar nicht dabei. Also das Soul Schwert zum Beispiel oder das. Wofür heißt es nochmal? Warpex Sword oder so? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die Soul-Waffen sind da nicht dabei. Also die kann man sich wahrscheinlich nicht eintauschen. Aber die möchte wahrscheinlich sowieso keiner haben. Davon mal abgesehen. Genau. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach nur, man droppt sowieso schon mehr Items, dadurch, dass er, wie gesagt, mehr. Jeder selbst kann mehr farmen. Insgesamt werden mehr Leute farmen, weil es sich halt einfach doppelt lohnt, wenn man halt zusätzlich noch diese Extra-Items bekommt. Und für diese Extra-Items kann man zusätzliche Dungeon-Drops erwerben. Und das wird einfach in einer Marktflutung ja, sich auswirken, sehr wahrscheinlich. Und die zweite Liste, wenn ihr euch wundert, hey, da fehlen ja voll viele Waffen, was ist das denn für ein Scheiß? Es gibt eine Zweihandwaffenliste-Tabelle, die ist im Endeffekt genau gleich. Die Preise sind, soweit ich das gesehen habe, auch gleich. Ich habe es nicht eins zu eins verglichen, aber müsste eigentlich alles gleich sein, genau. Und das sind einfach alles Zweihandwaffen. Genau. Also das ist einfach das Gegenstück dazu. Und ja, natürlich ist es eine Möglichkeit für Leute, die zum Beispiel sowas wie Aminos nicht farmen können, die sowas auf sowas wie Behemoth keine Lust haben und so, sich Skins und oder Waffen zu besorgen, an die sie so nicht rankommen können, beziehungsweise für die sie einfach kein Geld ausgeben wollen, vor allem bei Skins halt, dass wer jetzt eine Ancient Axe richtig geil findet und wir damit so ein Yggdrasil-Axe, das ist jetzt nur mal als Beispiel, so ein Yggdrasil-Axe-Skin oder so, hat aber keinen Bock, jetzt eine clean Ancient Axe für 20 Milliarden oder sowas zu kaufen. Das sind mal rein fiktive Preise. Der kann halt jetzt bei dem Event sich sowas besorgen. Für solche Leute ist es natürlich cool. Der Standard-Fleif-Spieler wird wahrscheinlich einfach sich ungefähr ausrechnen, was ist ein so ein Coupon wert, ein so ein Event-Item und wo kriege ich den meisten Gewinn. Und ich denke mal, jeder, der jemals Flife gespielt hat, seit es Luzagas Waffen und so gibt, dem wird dieses kleine, aber feine Item hier ins Auge stechen. 20 Coupons für eine Luzaga X. Luzaga 6, teurer als Queen X. Luzaga 6, teurer als Hernes X. Luzaga X, nicht teurer als Royal, aber Royal kostet fast doppelt so viel. Das heißt, es wird wahrscheinlich auf fast jedem Server den Luzagas Axe-Effekt geben, dass alle Leute, die wirklich rein auf Profit aus sind und den Skins oder was auch immer alles egal ist, die brauchen wirklich nur Profit, die werden sich hier die Axe holen und nichts anderes. Zweihandwaffen sind grundsätzlich nichts wert, bis auf wenige Ausnahmen, die halt geile Skins sind, aber die allermeisten Zweihandwaffen sind sowieso nichts wert, also Jojo ist fast nichts wert, Big Axe, Big Sword ist fast nichts wert, die Klassen spielt einfach keiner.
Staffs, ja, hier und da. Ancient Staff, okay, hier ein bisschen was wert vielleicht, ja. Aber das dicke Ding sind einfach die Äxte, schon immer gewesen. Und die Lutsakas-Axt ist hier so günstig, dass man sich sie auf jeden Fall fast holen muss. Crystal Axe kostet auch schon fast doppelt so viel, ist im Wert her meistens mit der Lutsakas Axe ungefähr auf einem Niveau. Teilweise ein bisschen teurer, weil die Lutsakas Crystal Axe als Skin deutlich beliebter ist, aber kostet halt auch mehr, ist zweimal so viel. Ja, und auf den wenigsten Servern ist eine Lutsakas Crystal Axe doppelt so viel wert als eine Lutsakas Axe. Meistens ist es sogar andersrum, dass die Lutsakas Axe mehr wert ist als die Crystal Axe. Und so weiter und so fort. Das heißt, es wird noch wesentlich verschlimmert dadurch. Das, also ich meine, aus der Liste wird sich wahrscheinlich niemand auch nur ein einziges Item austauschen, weil Zweihandwaffen, wie gesagt, vom Wert her deutlich geringer sind. Gut, hier und da vielleicht ein paar Ancient-Waffen für Leute, die es nicht farmen wollen oder so. Ancient Bow zum Beispiel ist, glaube ich, relativ teuer, teilweise clean. Ja, aber das Ding ist halt, für Ancient-Waffen braucht man 200 Coupons. Das ist tatsächlich ziemlich teuer. Also, mich würde auch sehr interessieren, wie teuer diese Coupons tatsächlich sind oder sich entwickeln werden, wie da der Preis aussieht, was da so verkauft wird. Vielleicht entschließen sich auch viele Leute doch dazu, einfach direkt die Coupons zu handeln und gar nicht auf Waffen oder so zu spekulieren. Könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, aber die Leute, die spekulieren, ich bin mir ziemlich sicher, auf was sie spekulieren werden. Aber nach diesem Video vielleicht nicht. Also ich würde Lutsakas Wand holen. Ganz gutes Item. Ganz, ganz gutes Item. Und ich weiß, dass es Wand heißt. I don't care. Und ja, damit mit einem der längsten Fly-Videos des Jahres verlasse ich euch jetzt. Echt eine Menge Infos, ein Riesen-Event. Also zieht euch mal rein, wie lange man. Ich habe extrem nah ran gezoomt, das stimmt, aber zieht euch mal rein, wie weit man hier zoomen kann. Also, das ist schon. Wie man mit dem scrollen kann. Das ist schon echt heftig. Also, das ist Weihnachts-Event-Niveau. Gut, die letzten beiden Tabellen drücken das natürlich ganz schön nach unten, aber naja. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, sollte ich irgendwas nicht gut erklärt haben oder sonst was, schreibt es einfach in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe das Video jetzt nach dem Stream aufgenommen. Bin seit 22 Stunden wach und entsprechend vielleicht nicht in der besten Verfassung für so ein Video. Aber es ist eigentlich immer so, dass immer dann, wenn man am wenigsten damit rechnet, ein neues Fly-Event kommt und umfangreich sein muss. Und ich möchte ja natürlich trotzdem schnell meine Meinung mitteilen. Und ich denke, das habe ich schon getan mit diesem Video. Und ja, wie gesagt, sollte irgendwas trotzdem noch unklar sein, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und wir schauen uns das Ganze morgen natürlich wie immer im Stream an. Vor allem mit den Dungeon Cooldowns bin ich gespannt, ob das wirklich funktioniert mit den 25% verringert und so. Da könnte ich mir vorstellen, dass das auch einfach gar nicht funktioniert. Keine Ahnung. Das wird sich zeigen. Genau das gleiche mit den Coupons. Vielleicht droppt man sie mit High-Level-Chars trotzdem. Das wird man alles sehen. Aber wenn es wirklich irgendwelche heftigen Bugs gibt, dann werden die wahrscheinlich auch schnell schon vormittags, mittags gefixt werden. Vielleicht kriegt man davon abends dann gar nichts mehr mit, aber das werden wir auch alles sehen. Und damit euch danke vielmals fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen, wie schon gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.